wenn sie noch wirkungsvoller gewesen, aber sie sind auch so wirkungsvoll genug, dass ich ganz klar hinter dem Entwurf des Gesetzes stehe. Herr Kubicki, also wir hören härtere Ausgangsbeschränkungen im Grunde, das interpretiere ich so, und das hat auch Herr Lauterbach vorher schon gesagt, gleich weniger Infektionen, weniger Tote und ein früheres Ende des Shutdowns. Warum sind Sie trotzdem gegen Ausgangsbeschränkungen? Zunächst einmal sind die Behauptungen der unzutreffend, die Herr Lauterbach über Sie jetzt gerade in der Anmoderation aufgestellt haben. Es gibt keine wissenschaftliche Evidenz dafür, dass Ausgangssperren isoliert überhaupt eine Wirkung haben. Es gibt Studien aus Frankreich und jetzt auch eine Studie aus Stanford.